Ich wollte schon immer mal Kuchen im Glas machen und hatte dann immer nicht diese Zeit dafür. Oder ja, wir essen auch nicht so viel Kuchen, aber trotzdem finde ich das eine sehr charmante Idee. Und jetzt habe ich das, sieht dann so aus. Jetzt habe ich das einfach mal ausprobiert mit einem alten Rezept von meiner Mama. Das ist der Gold und Silber. Den Kuchen hat sie in unserer Kindheit öfter gebacken. Das ist ein Rührteig. Und das Wichtigste daran ist, dass ihr Gläser habt, die innen gerade sind. Also ihr dürft nicht sowas nehmen. Boah, jetzt muss ich das hier erstmal gerade suchen. Kommt gleich wieder. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Glas nehmt, das dann hier so gebogen ist, das ist ein bisschen schlecht, weil da man dann den Kuchen nicht gut rausbekommt. Es geht natürlich schon, man kann ihn ja immer irgendwie poolen, aber wenn man das ein bisschen nett und schön haben will, dann ist es besser, wenn ihr so ganz gerade Gläser nehmt. Ich habe zum Beispiel auch hier so kleine gefüllt, die sind innen also ganz mit einer geraden Wand und dann hat man die einfach im Vorratsschrank, weil die halten sich ja 3 Monate, 6 Monate oder so. Und dann kann man das eben aufmachen und hat dann so ein kleines Küchlein, das man vielleicht mit zur Arbeit oder in die Schule oder zum Studium oder unterwegs, wenn man wandern geht, einfach so als kleinen Imbiss dabei hat, ohne dass man gleich einen ganzen Kuchen backen muss. Also ich finde das von daher eine sehr charmante Idee. Ich habe jetzt hier verschiedene Größen gemacht. Ihr seht hier, das ist so ein Marmeladenglas. Das ist auch so, dass man es nachher schön stülpen kann. Oder ihr nehmt hier solche Weggläser, geht dann in den unterschiedlichsten Größen. Aber auch da müsst ihr gucken, da gibt es verschiedene, also dass innen der Rand eben gerade ist. So. Und bei dem Rezept, das ich euch heute zeige, also da reicht die Menge eigentlich für so eine große Springform. Ich hole die mal gleich raus, damit ihr die seht. So, also der Teig oder die Menge, die ich euch angebe, die reicht für so eine große Kuchenform. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich den Teig in verschiedene Gläser aufgeteilt habe. Ihr werdet das nachher im Video sehen. Und noch eine kleine Gugelhupfform damit gefüllt. Oder ihr könnt auch eine kleine, so eine Rehrückenform nehmen, also so eine Kastenform nehmen. Und das hat dann von der Menge her ganz gut hingehauen. Wenn ihr Ich habe diesen Kuchen jetzt mit Xylit oder Xylitol gebacken. Das ist ein Ersatz für Zucker. Kann jeder selber entscheiden, hat auf jeden Fall eine weiße Farbe. Und ansonsten könnt ihr es mit normalem Zucker backen. Und, aber ich möchte noch sagen, für die Leute, die gern mit braunem Zucker backen, so wie ich normalerweise, das kann ich euch für den Silberteig nicht raten, weil sonst die Farbe nicht so schön wird. Also in dem Fall würde ich jetzt tatsächlich dann weißen Zucker oder eben Xylitol verwenden oder auch Erythrit. Der Geschmack finde ich, also man schmeckt null Unterschied. Ja, genau. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann könnt ihr noch ein bisschen im Internet recherchieren.
Oh, hier ist was abgebrochen.